Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Weltwoche-Leserinnen und Weltwoche-Leser, ganz herzlich willkommen zu Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, zuversichtlich am Dienstag, dem 21. April 2020. Weiß der Bundesrat, was er macht? Hat er eine Strategie und ist diese Strategie wirklich durchdacht? Das ist die ganz zentrale Frage, mit der wir heute konfrontiert sind. Wie ist das schwedische Modell zu beurteilen? Machen es die Schweden richtig oder ist das der Weg in den Abgrund? Was ist vom Testing, von diesen neuartigen Überwachungs- und Überprüfungsverfahren zu halten? Und schließlich, was sind die Meldungen des Tages politisch, insbesondere auch das in Bern ruchbar werdende Verhalten von gewissen Parlamentarierinnen und Parlamentariern, die jetzt anscheinend Geld verlangen für Sitzungen, die nie stattgefunden haben. Das ist der Schwerpunkt in dieser Sendung. Bleiben Sie dran, wir haben wichtige Fragen und Themen, die wir hier abarbeiten sollen. Ja, die zentrale Thematik, Entschuldigung, die zentrale Frage, die im Raum steht, ist, macht es der Bundesrat eigentlich richtig? Sind die Entscheide gut abgestützt oder sind sie es nicht? Hat man hier die nötigen Daten? Wird das Ganze so erklärt, dass es einleuchtet oder nicht? Da mehren sich die Zweifel in dieser Sendung schon ziemlich stark. Ich mache seit Wochen auf die Lückenhaftigkeit der Argumentation aufmerksam, was die Auswertung von Daten angeht, was die Abstützung der Strategie angeht. Das ist hier sozusagen das Mantra etwas dieser Sendung. Dieser Ball ist aufgenommen worden. Es gab in der letzten Woche verschiedene Artikel, unter anderem ein Wirtschaftsprofessor aus Freiburg, Uni Freiburg in der Schweiz, hat sich ebenfalls in diese Richtung geäußert. Auch am Wochenende mehrte sich etwas die Kritik nach den Äußerungen des Bundesrates am Donnerstag, wo man die zaghafte Auflockerung dieses Shutdowns, den wir in der Schweiz haben, verkündet hat. Dagegen regt sich jetzt doch der eine oder andere Widerspruch. Was ist, wenn man so will, die methodische Grundlage der Kritik am Bundesrat, wie wir sie in dieser Sendung erheben? Ist mir ganz wichtig, ich will nicht als Besserwisser auftreten, als einer, der einfach auch nur irgendwelche Behauptungen hier äußert, sondern mein Referenzrahmen ist klar. Was wir heute erleben, ist eine politische Ausnahmezustand, ein politischer Ausnahmezustand der obersten Hubraumklasse, wenn man so will. Wir haben eine Regierung, die mit geradezu diktatorischen Vollmachten auftritt, mit mehr Vollmachten, als das in weiten Teilen des während des Zweiten Weltkriegs der Fall war. Also der Bundesrat ist heute viel durchgriffiger. Es sind viel mehr Dinge entschieden, aus der Kraft gesetzt worden als damals. Der Eingriff in die persönlichen Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger ist viel, viel stärker als je seit Journalisten, seit Menschengedenken vermutlich in der neueren Geschichte der Schweiz. Und deshalb müssen natürlich an die Begründung und an die Abstützung der Entscheidungen höchste Maßstäbe und Erwartungen gerichtet werden. Das heißt, wenn der Bundesrat so durchgreift, dann müssen seine Maßnahmen verdammt gut begründet sein. Und das ist die Kritik, die wir hier erheben. Wir sagen, das ist lückenhaft, das ist vage, das ist nicht klar. Und ich habe auch die Befürchtung, dass die Regierung allmählich Gefallen daran findet, sich in dieser Machtvollkommenheit, sich in dieser Unkontrolliertheit zu gebärden. Das ist für mich der ganz klar dominierende Eindruck der letzten Pressekonferenz am Donnerstag, wo ein sehr, sehr homöopathischer, zaghafter Ausstieg aus diesem Shutdown angekündigt wurde, überhaupt nicht klar der Zeitrahmen, warum das so ist, überhaupt nicht klar aufgrund welcher Zahlen und Fakten und auch in sich widersprüchlich. Tattoo-Studios gehen auf, Tennisplätze, Schuhgeschäfte bleiben zu, das ergibt keinen Sinn. Und der Bundesrat hat ja auch jetzt in der Zwischenzeit sich selber schon wieder etwas relativiert. Man hat gesagt, ja, die Gastrobetriebe, die man vergessen hat, die sind jetzt doch noch Thema, vielleicht gehen die Restaurants dann früher auf. Das sieht ziemlich konfus aus, da hat man nicht den Eindruck, dass da wirklich durchdachte Konzepte vorliegen. Mein genereller Eindruck ist, dass der Bundesrat ein Getriebener seiner eigenen Versäumnisse ist, das heißt, dass das, was den Medien und der Öffentlichkeit als Strategie verkauft wird, eigentlich gar nicht unbedingt eine aus freien Stücken gewählte Strategie, sondern das Resultat der Sachzwänge, in die man sich selber hineinmanövriert hat. Zum Beispiel hat der Bundesrat viel zu spät die Grenzen zu Italien geschlossen. Deshalb hat man entsprechend nachher
überreagieren müssen, vielleicht in bestimmten Lockdown-Fragen. Man hat zweitens nicht genügend Masken beschafft. Dadurch hat man sich in eine ganz schwierige Situation begeben, denn Masken wären für das Wiedereröffnen, für das Herunterfahren des Lockdowns oder des Shutdowns, für den Ausstieg sicherlich sehr zentral, zum Schutz, auch zur Kontrolle der Ausbreitung der Pandemie. Aber wenn man zu wenig Masken hat, geht es nicht. Man hat auch zu wenig Desinfektionsmittel angeschafft. Das heißt, das, was der Bundesrat macht, ist im Grunde einfach das, was er machen kann, auf dem Fundament seiner eigenen Versäumnisse in Bezug auf die Pandemievorbereitung. Das muss man festhalten, da bin ich nicht der Einzige, der das tut. Auch heute im Tagesanzeiger Rudolf Strahm, der frühere Preisüberwacher der SBR, buchstabiert das ziemlich genau aus und sagt, hier gibt es, oder er diagnostiziert einen Zustand der organisierten Verantwortungslosigkeit, was die Vorbereitung angeht, eben Masken, Medizinalmittel, Spitalbetten, Intensivstationen, das gehört auch noch dazu, da sind wir auch die Getriebenen der Kapazitätsengpässe, das sei organisierte Verantwortungslosigkeit. Strahm schreckt etwas davor zurück, den Sack zuzumachen und im Prinzip den obersten Bundesratsverantwortlichen zu benennen, nämlich Alain Berset, den Gesundheitsminister, der hier sicherlich seine Autorität stärker hätte zum Ausdruck bringen können. Auch das sage ich ohne jeden Besserwisserei. Wir haben den Bundesrat Berset auch nicht kritisiert in der Weltwoche vor einem Jahr über Versäumnisse in der Pandemieplanung. Aber jetzt kommt es doch allmählich ans Licht, dass der Mann, der in den Medien sehr stark gefeiert wird, eben auch gleichzeitig der Verantwortliche ist für die Versäumnisse. Also der Bundesrat hier, getriebener seiner Defizite und seiner mangelhaften Kapazitäten, aber eben nicht nur das. Ich glaube, es vermehren sich jetzt auch die Hinweise, dass die Strategie, die der Bundesrat fährt, diese sogenannte Shutdown-Strategie oder diese Mitigation-Strategie, diese Strategie der Kurvenverflachung, dass die eben auch nicht wirklich durchdacht ist und dass die Bundesräte selber gar nicht richtig verstanden haben, was sie hier eigentlich machen und was die Implikationen, was die Folgen ihrer eigenen Strategie sind. Wie komme ich zu dieser Feststellung? Ich habe das Interview mir angeschaut zwischen Markus Gili, Tele Zürich, und Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga am letzten Freitag nach der Pressekonferenz mit diesem sanften Ausstieg aus dem Lockdown. Und dort hat Frau Sommaruga einen sehr erhellenden, entlarvenden Satz gesagt, nämlich die wichtigste Priorität des Bundesrates müsse es sein, eine zweite Ansteckungswelle zu vermeiden. Ich zitiere wörtlich, es darf keine zweite Welle geben. Und das ist natürlich ein komplett weltfremder Satz, und wer so einen Satz sagt inmitten der aktuellen Situation, der gibt damit einfach zu erkennen, dass er die eigene Strategie nicht verstanden hat. Ich muss es so deutlich sagen, denn der Bundesrat fährt die sogenannte Mitigation Strategy, ich kenne das deutsche Wort nicht, die Mitigation, die Strategie der Kurvenabflachung. Das ist das Projekt des Bundesrates. Sie haben gesagt, wir möchten vermeiden, dass sich zu viele Menschen zu schnell anstecken. Wir wissen aufgrund von bestimmten aufgrund bestimmter medizinischer und wissenschaftlicher Gutachten, dass 5% hieß es damals, der Angesteckten müssten in die Spitäler gebracht werden, so und so viele schwere Verläufe. Dafür haben wir zu wenig Intensivplätze, zu wenig Beatmungsplätze. Das müssen wir unbedingt vermeiden. Es dürfen sich nicht so viele Leute anstecken, sonst sind unsere Spitäler überfordert. Und wir lassen Menschen sterben, die eigentlich nicht sterben müssten, nur weil wir die Kapazitäten nicht haben. Diese Alarmstimmung hat den Bundesrat erfasst Mitte März, als das Imperial College in London mit einer entsprechenden Studie herauskam. Sie haben gesagt, wenn man nichts macht, werden in den USA 2,2 Millionen Menschen sterben, in Großbritannien über 500.000. Das hat dazu geführt, dass Großbritannien sofort umgekippt ist. Boris Johnson hat dann seine, sage ich mal, largere, liberalere, differenziertere Pandemiebekämpfung Richtung Shutdown dann geändert, Schalter umgelegt. Grundlage war diese Studie des Imperial College, die war auch für den Bundesrat und für Herrn Koch und all die Experten da ausschlaggebend. Mittlerweile hat das Imperial College alle Zahlen heruntergenommen, die Todeszahlen um etwa Faktor 20 relativiert. Sie sagen dann natürlich, das sei aufgrund ihrer Empfehlungen passiert. In Großbritannien ist man nicht mehr bei 500.000 Toten, sondern bei unter 20.000 Toten. Unter 20.000, das ist da massiv weniger. Und man hat auch korrigieren müssen, was die Sterblichkeit angeht, was die
sozusagen die Sterblichkeitsfaktor der Infizierten angeht. Auch da musste man das alles nach unten nehmen, zum Teil sehr, sehr stark. Aber die Strategie, die aufgrund dieser damaligen Imperial College Studie auch in der Schweiz gemacht wurde, war die Strategie des Shutdowns. Das heißt, Verflachung der Kurven, weniger Infektionen, das heißt weniger schwere Fälle, keine Überlastung der Spitäler. Das ist gelungen, wir hatten keine Überlastung. Es ist überhaupt nicht das Horrorszenario eingetreten, mit dem auch bei uns die Behörden noch lange operiert haben. Das ist alles so nicht passiert. Aber es ist eine Tatsache, dass wir es hier mit einer echten Pandemie zu tun haben, die sich sehr schnell ausbreitet und die nach heutigem Kenntnisstand, zumindest ich würde das so sagen, doch das Potenzial hat, etwas gefährlicher zu sein als eine normale Grippe. Auch deshalb, weil sich viel mehr Leute daran anstecken. Das ist die sogenannte Verflachungsstrategie. Das heißt also, man verzögert die Ausbreitung der Pandemie, man zögert das hinaus, damit die Kapazitäten reichen. Vielleicht hat man einen Impfstoff, vielleicht auch bessere Behandlungsmethoden. Man dehnt die Ansteckung. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, es ist immer klar gewesen von Anfang an, dass diese Kurvenverflachungsstrategie eben nicht eine zweite Welle verhindert, sondern im Gegenteil, je stärker sie das hinauszögern, dass sich die Leute anstecken, desto sicherer ist es, dass es eine zweite Welle gibt und vielleicht sogar eine stärkere zweite Welle, als wenn sie eine stärkere, wie es dann heißt, Durchseuchung des Publikums zulassen. Und wenn es die Bundespräsidentin sagt, die zweite Welle gelte es zu vermeiden, dann sagt sie damit eigentlich, dass sie die Essenz ihrer eigenen Strategie nicht begriffen hat, dass nämlich die Strategie darin besteht, diese Infektionen herauszuzögern, zu managen, um eben dann auch vielleicht eine etwaige zweite Welle nicht ganz so drastisch ausfallen zu lassen. Aber dass man das verhindern kann, ist völlig unsinnig. Das können sie nicht. Sie können nicht eine Naturkraft aufhalten. Ein Virus breitet sich einfach aus. Also sie können das schon, wenn sie alle Menschen in eine Höhle einsperren, jeden Einzelnen, dann werden sie die Pandemie ausstampfen können, ist aber völlig unrealistisch in der Schweiz. Also es wird eine zweite Welle geben und es ist völlig unsinnig davon zu reden, keine zweite Welle zu wollen, außer sie haben den Plan, den Lockdown, den Shutdown für immer aufrechtzuerhalten, bis man einen Impfstoff hat, vielleicht in 18 Monaten, vielleicht in 24 Monaten. Das ist aber eine völlig absurde, nicht zweckmäßige Strategie, denn so lange können sie natürlich die Wirtschaft nicht stilllegen, sonst verhungern die Leute, geht das ganze Land kaputt, nicht an Corona, sondern an der Wirtschaftsdepression. Also ganz massive Widersprüche, Abgründe eigentlich des Unwissens, die mit solchen Äußerungen hier dokumentiert werden. Also die Schweiz hat wie Großbritannien, wie Deutschland, wie Frankreich, Italien ganz klar auf die Kurvenverflachungsstrategie gesetzt und da ist die zweite Welle unvermeidlich. Und das Problem ist eben, dass der Bundesrat bis jetzt überhaupt nicht offengelegt hat, wie er sich das dann vorstellt, wenn wir dann wieder öffnen, was passiert, wenn dann die Infektionen zwangsläufig wieder nach oben gehen. Also das lässt in mir doch die Befürchtung aufkommen, dass die ganze die Vorgehensweise des Bundesrates viel weniger durchdacht ist, als ich bis jetzt angenommen habe. Kontrastbild, und das ist wichtig in diesem Zusammenhang, auch wird das in den Medien diskutiert, also Mitigationskurvenverflachungsstrategie mit Shutdown oder mit Lockdown, wie in Italien. Lockdown ist sozusagen der gesteigerte Shutdown. Dagegen haben wir das schwedische Modell, das ist der schwedische Sonderweg. Schweden ist nach unserem Beurteilen vielleicht mit Holland das einzige Land weltweit, das wirklich darauf verzichtet hat, einen kompletten Shutdown oder Lockdown zu machen. Und das wird jetzt natürlich als völlig anderer Weg da beschrieben, in den Medien auch etwas kritisiert, wobei man staunt jetzt, weil die Schweden bis jetzt gar nicht so schlecht gefahren sind mit dieser Strategie. Was genau machen die Schweden und was ist der Unterschied zur Schweiz? Also einfach, wenn schon die Bundesräte das nicht genau verstanden haben, möchte ich das hier ganz klar darlegen. Also Mitigation, Schweizer Weg heißt, Leute einsperren, Wirtschaft weitgehend stilllegen, damit die Ansteckungskurve gering ist, heißt weniger Überlastung der Spitäler, weniger Todesfälle pro Bevölkerung, heißt aber auch, die zweite Welle kommt und sie kommt vielleicht sogar härter, als wenn man es etwas stärker mit Durchseuchung probiert hätte. Schweden ist nicht ein komplettes Gegenbild. Schweden sagt,
die Epidemiologen dort und der Anders Tegnell, der führende Epidemiologe, sagt, wir haben genau das gleiche Ziel. Wir wollen die Kurven verflachen, wir wollen eine Überforderung der Spitäler verhindern, aber wir machen den differenzierten Ansatz. Wir unterscheiden zwischen den Risikogruppen und den weniger Bedrohten. Die weniger Bedrohten dürfen raus unter Einhaltung der Sicherheitsstandards. Die anderen, denen gewähren wir speziellen Schutz. Da müssen wir stärker aufpassen. Die Wirtschaft ist nicht total heruntergefahren. Dadurch haben wir vielleicht eine etwas höhere Infektionsrate, wir haben vielleicht am Anfang etwas höhere Sterblichkeit, aber wir erlauben dadurch eine schnellere Verbreitung des Virus in der Bevölkerung und damit sind wir dann für zweite oder dritte Wellen besser gewappnet. Die schwedischen Experten sagen nicht, dass ihr Modell eine Herdenimmunisierungsstrategie ist, das ist so das Zauberwort Herdenimmunität, ein schlimmer Begriff. Damit will man sagen, dass sich die Gruppe, die Bevölkerung quasi schneller immun wird, indem sie sich alle anstecken und so. Und man sagt dann immer, Herdenimmunität sei die Strategie der Schweden. Das weisen die Schweden zurück. Sie sagen, nein, wir haben auch die Verflachungsstrategie, aber eine modifizierte, eine gemäßigte, eine nicht so extreme. Und dass die Leute schneller immun werden, ist mehr oder weniger das Nebenresultat dieser Strategie. Wir machen hier kein Menschenexperiment wie mit Labormäusen, schauen wir mal mit der Durchseuchung und so. Das ist ja immer etwas der Vorwurf, wenn man von diesen Durchseuchungs- und Herdenimmunisierungsstrategien spricht, dass da ein paar Dr. Mabuses um den Sandkasten herum sitzen und die Menschen da einem Experiment mit unabsehbarem Ausgang aussetzen. Das würden die Schweden hier von sich weisen. Bisherige Bilanz ist Schweiz 170 Verstorbene pro Million der Bevölkerung, Schweden bis jetzt 150 Tote pro Million der Bevölkerung. Zahlen mit Vorsicht zu genießen. Wer wird genau als Corona-Toter gemeldet, wer nicht? Wissen wir überhaupt, wer an oder wer nur mit Corona gestorben ist? Das sind alles wesentliche Fragen, die im Moment unter den Teppich gekehrt werden. Aber nach vorläufiger Betrachtung macht es Schweden nicht so schlecht. Macht es Schweden besser als die Schweiz? Diese Frage können wir ehrlicherweise noch nicht beantworten. Das sehen wir in anderthalb Jahren, wenn dann die Schlussbilanz gemacht wird. Und da kann man ganz nüchtern festhalten, das Land, das mit weniger Verstorbenen durch Corona durch diese Krise gekommen ist, hat in dem Sinn besser gehandelt. Die Schweden werden sagen, wir werden ungefähr bei den gleichen Zahlen landen, alle werden ungefähr die gleichen verstorbenen Zahlen haben. Wir haben einfach unsere Wirtschaft weniger erwürgt, weniger massakriert. Das heißt, man wird also erst in etwa anderthalb Jahren sehen, wer kommt da besser durch. Wenn natürlich bei den Schweden jetzt dann die Todeszahlen durch die Decke schießen, dann haben sie es nicht besser gemacht. Aber wir können das ehrlicherweise bis jetzt nicht festhalten. Aber wir können auch nicht sagen, dass der schwedische Weg gescheitert sei. Im Gegenteil, es ist erstaunlich, wie ähnlich eigentlich die schwedischen Resultate ausfallen, verglichen mit anderen Ländern, die einen viel schärferen Shutdown bis hin zum Lockdown gemacht haben. Also Schweden steht viel besser da als Belgien, als Italien, als Spanien, als die Schweiz. Andere Länder wie Deutschland stehen etwas besser da als Schweden. Also bis jetzt haben wir keinen Beweis, dass Shutdown, Lockdown besser ist als der liberalere, differenziertere Ansatz der Schweden, der eben ganz klar unterscheidet zwischen Gefährdeten und weniger Gefährdeten. Also, ich halte fest, der Bundesrat hat seine eigene Strategie nicht durchschaut, wenn er sagt, das Ziel müsse es sein, die zweite Welle zu vermeiden. Das geht nicht, außer man hat den ewigen Shutdown, das ruiniert aber die Wirtschaft. Was können wir aus den Verlautbarungen des Bundesrates sonst noch herauslesen? Aus meiner Sicht einen weiteren Grundwiderspruch oder ein Missverständnis. Wer sagt, wir wollen keine zweite Welle, sagt damit, wir wollen null Risiko. Wir wollen keine Fälle, wir wollen keine Verstorbenen mehr. Wir wollen zurück zu einer Welt ohne Corona, überspitzt formuliert. Wir wollen keine Pandemie, wir wollen keine weiteren Ansteckungen, wir müssen alles tun, um das zu vermeiden. Das ist das, was Frau Sommaruga sagt. Aber das ist völlig realitätsfremd, das geht hinten und vorne nicht auf und das ist Ausdruck eben eines Denkens, dass jedes Krankheitsrisiko vermeiden will, dass die Gesundheit, sagen wir mit Blick auf diese Pandemie, verabsolutiert und alles andere ausblendet, nicht zur Kenntnis nehmen will. Und das ist ganz gefährlich, wenn man sich so versteift auf ein Ziel und sagt, ganz wichtig ist es, Ansteckungen und Verstorbene zu vermeiden, keine zweite Welle, null Risiko, dann blenden wir die Lebenswirklichkeit aus, denn die Lebenswirklichkeit ist, das Virus ist da, das Risiko, sich anzustecken, ist größer und das Risiko für bestimmte Menschen daran zu sterben, hat sich ebenfalls erhöht. Dieses
Risiko ist für Menschen, die jetzt wie ich Mitte 50 sind, ohne Vorerkrankungen, sehr, sehr gering. Wenn sie zwischen 40 und 49 in der Schweiz sind und sogar Vorerkrankungen haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie an Covid-19 sterben, 0,02% nach BAG-Zahlen. 0,02%. Also da ist die tägliche Fahrt ins Büro über ein paar Kilometer sicher gefährlicher auf der Autobahn als jetzt diese Sterblichkeitschance für 40- bis 49-Jährige inklusive Erkrankte. Also das sind ganz tiefe Wahrscheinlichkeiten. Bei den Älteren, bei den Vorerkrankten, da sieht es dann anders aus. Da schlägt dann das Virus viel härter zu. Darum ist es ja vernünftig, hier zu differenzieren und nicht alles in den Topf zu werfen. Aber eine Nullrisikostrategie, eine Gesundheits-Corona-Verabsolutierungsstrategie ist natürlich brandgefährlich, weil die Nebenwirkungen dieser Medizin ist ein Totalcrash der Wirtschaft, der unsere Existenz und damit auch unsere Gesundheit gefährdet. Und der Bundesrat ist, so mein Eindruck nach dem Interview mit Frau Sommaruga, eben offensichtlich nicht bereit, sich auf eine differenzierte Betrachtungsweise einzulassen, wo man irgendwie eine Güterabwägung machen muss zwischen der Zahl der Infektionen und auch der Verstorbenen, die man in Kauf nehmen will, und dem Grad der Stilllegung der Wirtschaft. Also wenn man Frau Sommaruga zuhört, dann ist für sie ganz klar, gibt es nur eins, Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit. Und diese Versteifung, die glaube ich zu beobachten, ganz generell in diesem politischen Apparat in der Schweiz im Moment. Die Leute, die jetzt den Ton angeben in Bern, die sich auch in den Abstimmungen durchsetzen, das sind diese Gesundheitsrigoristen oder ich könnte auch sagen diese Corona-Absolutisten und die eben mit dieser Beschwörung und Übersteigerung des Risikos, mit ihrer Null-Risiko-Corona-Strategie, damit sich eben auch ermächtigen, ganz massive Eingriffe ins Leben der Bürgerinnen und Bürger, der Betriebe vorzunehmen. Wir sind also tatsächlich hier in einer Art Corona-Diktatur angekommen. Und jetzt kann man sagen, gut, in einer Ausnahmesituation sind solche Massnahmen auch juristisch vorgesehen. Ich weiß nicht, wie stark sie wirklich juristisch auch abgestützt sind, aber wir sind da weitgehend in einer gelenkten, nicht mehr funktionierenden öffentlichen Ordnung, was die demokratischen Prozesse und was die Bürgerrechte angeht. Und wenn der Bundesrat eben nach wie vor in dieser Art und Weise darüber spricht, wenn die Bundespräsidentin darüber spricht, man müsse alles daran setzen, eine zweite Welle zu vermeiden, also zu akzeptieren, dass Corona-Infektionen stattfinden, dann höre ich da doch schon die Selbstermächtigung heraus, diese politischen Beschneidungen der Bürgerrechte bis auf Weiteres einfach durchzuhalten. Und das, muss ich Ihnen sagen, das ist gefährlich, weil das schafft dann wieder eine eigene Realität, einerseits politisch, eine gewisse Anspruchshaltung, eine Passivität, auch eine Entmündigung des eigentlichen Souveräns und es schafft natürlich auch Anspruchshaltungen in Bezug auf die Leistungen, die der Staat dann da leisten soll. Denn wenn Ihnen der Staat sozusagen die Möglichkeit nimmt, Ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, dann erwarten Sie vom Staat, dass er Ihnen das zahlt und dann gewöhnen Sie sich daran, dass der Staat das zahlt. Also hier sind wir wirklich in einer ganz fragwürdigen, ich sage es jetzt wirklich etwas so, fast DDR-mäßigen, surrealen Realität angekommen, einer politischen Realität angekommen, die diktatorische Züge trägt, die einfach gefährlich sind. Ich weiß, da draußen gibt es dann Leute im Internet, die sagen, ja, das sei jetzt übertrieben, so etwas festzustellen, aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, eine Diktatur definiert sich jetzt nicht dadurch, dass sie einfach ein paar Leute auf dem Balkon haben müssen oder einen Caudillo oder irgendein ZK der Sowjetunion oder der DDR, die eine Militärparade am Balkon abnimmt. Diktatur heißt, dass politische Entscheide getroffen werden von einer ganz kleinen Gruppe von Menschen und dass der demokratische Souverän, der eben souverän ist, der die Quelle dieser Entscheide sein sollte, der ist ausgeschaltet. Dann haben Sie eine Diktatur und wir haben im Moment in der Schweiz eine, ich sag's mal, noch weithin tolerierte Corona-Diktatur, aber eine Diktatur, die immer mehr Widerstand auslöst,
insbesondere natürlich in bürgerlichen Kreisen, insbesondere in gewerblichen und in unternehmerischen Kreisen, weniger bei den Großkonzernen, die können damit leben, und natürlich auf keinen Fall bei den linken Parteien. Da habe ich eher den Eindruck, die fühlen sich pudeliwohl in dieser neuen Vollmacht, in diesem Steuerungs- und Lenkungsregime. Die finden, dass dieser Lockdown, dieser Shutdown gar nicht lange genug gehen könnte. Und in dieses Bild passen dann natürlich auch diese Parlamentarier, die jetzt in Bern Geld verlangen für Sitzungen, die gar nicht stattgefunden haben. Da werden wir alles daran setzen, die Namen zu veröffentlichen. Was wir bis jetzt hören, sind das vor allem Politiker auf der linken Seite. Also, gefährliche Entwicklung in der Schweiz, diktatorische Vollmachten, schlecht begründete Entscheidungen, ein Lockdown, ein Shutdown, der jetzt einfach verlängert wird, ebenfalls nicht plausibel, und eine Bundespräsidentin, die sagt, es müsse alles daran gesetzt werden, eine zweite Welle zu vermeiden, also die Naturgewalten aufzuhalten, was im kompletten Widerspruch zur eigenen bundesrätlichen Strategie steht, aber den Machtwillen erkennen lässt, diesen Shutdown noch möglichst lange aufrechtzuerhalten. Und auch hier ganz wichtig, ich unterstelle niemandem in dieser Situation finstere Absichten. Ich bin sogar überzeugt, dass Frau Bundespräsidentin Sommaruga die besten Absichten hat, umso gefährlicher ist es. Wenn Politiker ganz gute Absichten haben, wenn sie das Gefühl haben, ihre moralischen Ziele seien so hehr, so nobel, so edel, dass es eigentlich selbstverständlich sei, dass man die durchsetze, dann ist die gefährliche Situation. Da ist dann eben jener Grad an politischem Moralismus vorhanden, den der Philosoph Hermann Lübbe in seinem gleichnamigen Buch einmal sehr, sehr treffend als Grundlage diktatorischer Verirrungen entlarvt hat. Und da müssen wir einfach hellhörig sein, gerade in der Schweiz, wo wir so ausgeprägte Volksrechte haben. Ja, was wird die Zukunft sein oder worauf sollten wir denn hinarbeiten? Jetzt werden Sie vielleicht sagen, ja gut, es ist einfach, den Bundesrat zu kritisieren und zu sagen, ihr seid eine Diktatur und was wollt denn ihr? Was willst denn du, dass sich möglichst viele jetzt anstecken, alles wieder aufmachen, wie wenn nichts gewesen wäre? Sicher nicht, das ist nicht die Strategie. Aber ich glaube, dass wir nicht darum herumkommen werden und auch nicht darum herumkommen sollten, den schwedischen Weg einzuschlagen. Und zwar den schwedischen Weg eines modifizierten Shutdowns, und zwar eine Politik, die natürlich Vorsichtsmaßnahmen, Vorsichtsempfehlungen macht, vielleicht auch bestimmte Verbote aufrechterhält, aber eine Politik, die auch dem Charakter und der Würde der eigenen Bürger wieder gerecht wird, indem sie eben auf die Eigenverantwortung setzt. Es ist ja nicht so, dass die Menschen nicht selber ein Interesse hätten, sich vor einer unnötigen Ansteckung zu schützen. Es ist ja nicht so, dass wenn jetzt die Behörden sagen würden, ihr könnt jetzt wieder normal rausgehen, dass alle sofort zu Hunderttausenden auf die Plätze rennen und sich dann gegenseitig anspucken und anhauchen und anhusten, um möglichst viele ihrer Kolleginnen und Kollegen und Freunde anzustecken. Das ist ja eine völlig verquere Vorstellung, genauso verquer wie die Idee, dass man glaubt, Betriebe, die wieder öffnen, würden sich dann sofort über alle Gesundheitsvorschriften hinwegsetzen. Da sehen Sie eben schon, wie dieser obrigkeitsstaatliche Irrglaube sich eben fortpflanzt, pandemisch fortpflanzt, auf den Führungsetagen unseres Staates. Ganz konkret, wenn der Bundesrat fordert, jeder Betrieb müsse, bevor er öffnet, ein Sicherheitskonzept vorlegen, dem Bund, dann ist das einfach eine Verrücktheit, meine Damen und Herren. Das ist auch eine Anmaßung, ist eigentlich ein Affront, dass die Betriebe dem Bund so etwas vorlegen müssen. Erstens ist der Bund gar nicht kompetent, die Zahl dieser Konzepte wirklich ernsthaft zu prüfen. Und zweitens ist die Unterstellung, dass die Betriebe im Prinzip die Gesundheit der Mitarbeitenden und der Kundinnen und Kunden einfach so und mir nichts, dir nichts gefährden wird. Das ist einfach eine Frechheit, das den Betrieben zu unterstellen. Und das geht einfach nicht. Und da spüren Sie ja schon, wie von oben plötzlich so eine Art institutionelles Misstrauen gegen den Bürger kommt. Dabei ist die Schweiz genau das Umgekehrte. Wir sollten eigentlich auf der Idee des Misstrauens des Bürgers gegenüber dem Staat und seinen Machtexponenten, darauf sollten wir ausgerichtet sein. Also es wird auf eine schwedische Situation hinauslaufen. Jeder Staat wird früher oder später auf den schwedischen Weg umschwenken. Meine These ist, je früher, desto besser. Natürlich kontrolliert, denn durch diesen Shutdown haben wir natürlich das Risiko einer zweiten Welle
etwas vergrößert, als wenn man so gemacht hätte wie Schweden, also schon aufpassen. Das heißt aber zum Beispiel Schulen. Die Leute, die nicht gefährdet sind, die Jungen, die Nicht-Risikogruppen, die sich mit einem wirklich kleinsten Risiko wieder ins normale Leben begeben dürfen, die soll man machen lassen, und bei den anderen brauchen wir gewisse Schutzmaßnahmen. Ganz falsch ist es, wenn man den Alten sagt und Kranken bleibt zu Hause, dort werden sie noch kränker. Man muss ihnen sagen, geht raus, aber passt auf, gibt auch hier die Eigenverantwortung, passt auf, dass euch nichts passiert. Auf diesen Weg müssen wir gehen. Und vielleicht gerade dazu noch eine Bemerkung, dieses Sture darauf beharren, dass die Leute möglichst nicht rausgehen. Jetzt auch am Wochenende, die Polizei Zürich hat da mit Megafonen Leute fast schon unsanft, unfreundlich aufgefordert, sich da wieder zu verziehen. Selbst in der Provinz Wuhan, gut, man muss die Zahlen dort auch immer mit Vorsicht genießen, aber dort gibt es zwei dokumentierte Fälle von Leuten, die sich draußen angesteckt haben. Und zwar waren das Leute, die wirklich 20 Minuten miteinander gesprochen haben, sich gegenseitig, und so haben sie sich infiziert. Also wenn sie einfach so rausgehen, bei strahlendem Sonnenschein, Abstand halten, womöglich noch eine Gesichtsmaske tragen, sich die Hände waschen, dann ist auch für einen Risikopatienten die Chance, sich anzustecken, sehr, sehr klein. Viel größer ist es, dass sie krank werden, wenn sie einfach zu Hause bleiben und ihren Muskelapparat vernachlässigen. Ja, also wir werden auf das schwedische Modell einsteuern, wir werden auf diese Richtung gehen, lieber früher als später. Wir werden das Risiko erhöhter Krankheitsprobleme Stand heute akzeptieren müssen. Corona bleibt, ein Impfstoff ist weit entfernt, auch die absolut mirakulöse Behandlungsmethode haben wir noch nicht. Also das heißt, wir werden da auch damit rechnen müssen, dass das Risiko für bestimmte Gruppen einfach etwas höher ist. Aber das müssen wir akzeptieren, weil das Risiko der Wirtschaftsstilllegung ist viel, viel größer. Jetzt ist die allerneueste Wunderdroge das sogenannte Testing. Das lesen Sie überall, die Forscher fordern auch. Lockdown, Shutdown, erst aufhören, wenn wir das Testing haben. Das klingt wahnsinnig überzeugend, das klingt vernünftig, alle testen, alles überwachen, dann wissen wir genau, wir sind total sicher, null Risiko. Trügerisch, meine Damen und Herren, ist trügerisch. Erstens, wir werden nie 8,5 Millionen Schweizerinnen und Schweizer rechtzeitig und richtig testen können. Zweitens, selbst im Optimalfall, wenn Sie die Testergebnisse schnell haben, dieses Virus springt schnell über. Sie können getestet werden, warten auf das Ergebnis und haben in der Zwischenzeit schon ein paar Leute angesteckt. Und drittens, es gibt immer das Problem auch fehlerhafter Testergebnisse. Ich bin für Tests. Ich finde, man soll das machen. Das ist sehr, sehr gut. Die Tests, die man bis jetzt gemacht haben, haben gezeigt, dass sich viel, viel mehr Leute angesteckt haben, als man geglaubt hat. Das heißt, auch die Sterblichkeitsraten pro Infektion sind viel, viel kleiner, zum Teil 20, 50 Mal kleiner, als wie bis jetzt behauptet. Eine neue Studie, Stanford University, Professor Ioannidis, hat herausgearbeitet, 58 Mal mehr Menschen haben sich angesteckt in bestimmten Regionen als bisher angenommen. Da können Sie auch gleich die Sterblichkeitsrate durch 58 dividieren. Dann sind Sie dann wirklich nicht mehr viel weit davon entfernt von einer normalen, regulären Grippe. Ich gehe jetzt noch nicht so weit, das sind noch nicht geprüfte Studien, aber da gibt es jetzt viel Testen, da ist nichts dagegen einzuwenden. Aber wir dürfen nicht warten, bis diese Testkapazitäten vorhanden sind. Wir müssen früher lockern, finde ich. Und wir dürfen es auch nicht dem trügerischen Glauben hingeben, dass man alles testen kann, flächendeckend, dann ist dann alles gelaufen. Das ist falsch. Wir werden mit einem gewissen, erhöhten, aber überhaupt schaubaren Risiko leben müssen. Wir werden uns schützen müssen. Und da ist die Eigenverantwortung entscheidend, nicht die Staatsverantwortung. Gesundheit ist auch eine Eigenverantwortung. Wenn man den Leuten vorgaukelt, man könnte sie mit Testing, mit Shutdowns, mit Lockdowns und was ich weiß nicht was alles, könne man sie irgendwo vor einer Pandemie, vor einem Virus schützen, dann ist das einfach Augenwischerei. Am Schluss muss jeder auch selber aufpassen. Es gibt dann auch Schicksal, Pech und so weiter. Aber das sind normale Lebensvorgänge, die wir irgendwo wieder lernen müssen zu akzeptieren. Zum Leben gehört ein gewisses Risiko, und es ist auch meine Aufgabe, dieses Risiko so gering wie möglich zu halten. Also Testing ist jetzt nun mal keine Wunderdroge. Es ist etwas Gutes, aber das dürfen wir nicht von dem alles abhängig machen. Ja, das ist meine bisherige Analyse zum aktuellen Stand in Sachen Corona. Was haben wir noch an weiteren
Meldungen. Ja, Schulen, lese ich hier, Kanton Zürich, sie wollen keine Prüfungen durchführen, keine Noten. Das ist für mich eine Kapitulation. Wenn man schon die Leute zum Homeschooling zwingt, sollte man, und ich finde, das wäre auch möglich, kann man ja auch mit Sicherheitsmaßnahmen durchführen, Prüfungen machen, dann sieht man ja, ob dieses Homeschooling etwas bringt oder nicht. Wenn man jetzt auch keine Prüfungen mehr macht, keine Noten mehr macht, dann gibt man einfach hier ja, klein bei, man kapituliert, finde ich nicht gut, nimmt auch viel zu viel Druck von den Schülerinnen und Schülern. Beziehungsweise, wenn man in diese Richtung argumentiert, umso wichtiger wäre es jetzt, die Schulen wieder zu öffnen. Dann der Tagesanzeiger, da immer wieder faszinierend, wie auch politische Journalisten die Corona-Krise auf ihre Mühle interpretieren. Jetzt geht es darum, dass sie kritisieren, dass Boris Johnson, der britische Premier, am Brexit festhält. Das findet jetzt der Tagesanzeiger ganz schlimm. Ein gewisser Björn Finke, das ist ein deutscher Journalist, der über die Süddeutsche Zeitung im Tagi schreibt. Und da kommt jetzt die ganze deutsche Überheblichkeit gegenüber Großbritannien, gegenüber diesem Premier zum Ausdruck. Auch etwas dieses herrenreiterliche Gehabe, das bestimmte elementare demokratische Prozesse gar nicht zur Kenntnis nimmt. Denn Boris Johnson ist gewählt worden, um den Brexit durchzusetzen. Er hat einen Erdrutschsieg erzielt. Es gibt einen Volksentscheid in Großbritannien für den Brexit. Und es ist ja klar, dass Boris Johnson auch in Corona-Zeiten diesen Auftrag, für den er gewählt wurde, umsetzt. Und wenn jetzt der Tagesanzeiger schreibt, dass einfach ein sturer Politiker, der seine ideologische Agenda durchzieht in unmöglichen Zeiten, dann offenbart vor allem der betreffende Autor des Tagesanzeigers seine fundamentale Unkenntnis gegenüber bestimmten demokratischen Prozessen. Es ist schon interessant, wie hier sozusagen der Tagi zum Einfallstor eines teutonistischen deutschen Journalismus wird. Ich weiß, es gibt auch viele deutsche Zuschauer, nehmen Sie mir es nicht übel. Ich bin ja auch 25% Deutscher. Ich leide hier mit. Ist auch etwas Selbstkritik da immer drin. Der Deutsche muss aufpassen, er neigt zur Besserwisserei. Und das gilt für den Journalisten, auch für mich natürlich in gesteigerter Form. Umso aufmerksamer sollte man sich selber beobachten. Aber auch in der NZZ hier ein interessantes Beispiel für diese Form des Rorschach-Test-Journalismus. Da hat der Journalist Fabian Schäfer orakelt, was jetzt die Corona-Krise für die Innenpolitik und auch die Außenpolitik der Schweiz für Auswirkungen haben könnte. Und da ist natürlich das ganze Wunschdenken der NZZ in komprimierter Form enthalten, denn die NZZ wünscht sich natürlich einen institutionellen Rahmenvertrag Schweiz-EU. Und die NZZ ist eine ganz glühende Gegnerin der Begrenzungsinitiative. Und, oh Wunder, so kommt auch dieser NZZ-Kommentar zum Schluss. Vor allem hat die Krise bestätigt, wie existenziell für die Schweiz gute Beziehungen zur Europäischen Union sind. Ja, das habe ich mir auch überlegt, als die Franzosen und die Deutschen einfach in einem brutalen Machtentscheid die Auslieferung von Medizinalgütern gestoppt haben, die der Schweiz gehören. Also das stellt sich die NZZ offenbar unter guten nachbarschaftlichen Verhältnissen vor. Also die Krise hat ja genau gezeigt, dass diese europäische Zusammenarbeit so überhaupt nicht funktioniert, wenn die Franzosen, wenn die Deutschen Eigentum faktisch beschlagnahmen oder eine Zeit lang wenigstens beschlagnahmen, dass der Schweiz gehört. Also da haben, glaube ich, viele Leute gemerkt, dass diese Beziehungen nicht so gut sind, wie sie die NZZ gerne hätte. Dann natürlich, je länger und schwerer die Rezession ausfällt, desto weniger Interesse hätte die Schweiz der EU die Türe zuzuschlagen. Selbstverständlich habe dann auch eine Volksinitiative gegen die Personenfreizügigkeit gar keine Chance mehr, wünscht sich hier Herr Schäfer von der NZZ. Wäre ich mal nicht so sicher. Ich glaube, viele Leute haben jetzt durchaus die Notwendigkeit von Begrenzen und Abgrenzen in Zeiten von Pandemien hautnah erlebt. Und da hat eine gewisse Wahrnehmungsveränderung stattgefunden. Und ich glaube auch nicht, dass der Bundesrat die optimistische Sicht von Herrn Schäfer teilt. Ich glaube, der Bundesrat hat eine Heidenangst davor, diese Begrenzungsinitiative jetzt stattfinden zu lassen. Darum wird das ja auch auf ein unbestimmtes Datum herausgeschoben. Also Sie sehen, die Zeitungen versuchen irgendwo diese Corona-Pandemie auf ihre Mühlen zu lenken. Das versucht natürlich auch die Weltwoche, das versuche auch ich. Aber wir tun dies wenigstens im Bewusstsein,
dass wir es tun. Das heißt, wir sind uns dessen bewusst und wir reflektieren es hoffentlich auch kritisch. Und ich kann Ihnen versprechen, wenn also Argumente kämen, dass jetzt diese Corona-Krise der letzte Beweis ist dafür, dass wir ein institutionelles Rahmenabkommen mit der EU brauchen, dann würde ich es Ihnen in dieser Sendung sagen. Aber nach meinem Empfinden ist dieser Beweis nicht erfolgt. Im Gegenteil, ich sehe es nach wie vor sehr, sehr kritisch, aber gut finde ich, dass die NZZ immerhin hier auch schon wieder eine gewisse Normalität im politischen Betrieb einfordert. Weil das ist das Wichtigste hier. Wir sind in einem diktatorischen Ausnahmezustand. Suspendierung wesentlicher Rechte, diese Suspendierung auf zu dünner Datengrundlage und auch durch Aussagen von Bundesräten Aussagen von Bundesräten, die eben die Vermutung nahelegen, dass eben auch die Bundesräte ihre eigene Strategie gar nicht wirklich durchschaut haben. In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen bei der Analyse des Ist-Zustands. In Zeiten von Corona verzagen Sie nicht. Morgen kommt wieder Weltwoche Daily und ganz wichtig, abonnieren Sie die Weltwoche. Das ist in diesen Zeiten einfach wichtig. Ich muss das anmahnen. Erstens machen wir gute Ausgaben und zweitens sind wir natürlich auf Abonnenten angewiesen in dieser Zeit, wo es keine Anzeigen mehr gibt. Ganz herzlichen Dank für Ihr Vertrauen. Ganz herzlichen Dank für Ihr Abo. Gehen Sie auf www.weltwoche.ch. Dort sind Angebote. Da können Sie sich einwählen. Wir sind froh und freuen uns über jeden neuen Abonnenten, über jede neue Abonnentin. Ganz herzlichen Dank.